Patricia, was ist denn der gesundheitliche Nutzen von dem Bärlauch? Ist sehr reich in Vitamin C. Und wie kannst du erkennen, dass es jetzt keine giftige Pflanze ist, dass es wirklich Bärlauch ist? Weil der Rückseite von der Bärlauchblatt ist matt und es kommt einzeln aus dem Boden. Wie tut man das richtig ernten, diesen Bärlauch? Muss man abreißen, die Wurzel nicht mit rausziehen. Und wie viel braucht man, wie viel Bärlauch für so einen Strudel? Viel, viel, weil wenn man dustet, es fällt alles zusammen. Hey, ich will euch heute zeigen, wie ihr mit preiswertem Equipment professionelle Smartphone-Videos drehen könnt. Ich mache das vor allem auch für meine Schwester, weil sie will für ihre wilde Kräuterseite jetzt Videos machen. Denn jetzt in der Corona-Krise ist ja der direkte Kontakt verboten und deswegen finden ihre Kräuterkurse nicht statt und das wäre ein Ersatz dafür. Sie will auch eine kleine Spende verlangen. Ich will ihr jedenfalls dabei helfen. Heute wollen wir Bärlauch sammeln und daraus einen leckeren Bärlauchstrudel zubereiten. Im nächsten Video will ich auch auf den Videoschnitt eingehen. Vielleicht sind diese Infos für euch ja wertvoll. Wenn ja, lasst bitte gerne ein Abo und ein Like da. Ich werde das Equipment, das ich empfehle, für euch unter dem Video verlinken. Am wichtigsten für ein professionelles Video ist meines Erachtens für meine Schwester, dass man sie im Bild, im Video sieht, wenn sie etwas erklärt und dass das Video dabei nicht wackelt. Ich filme jetzt ein Beispiel mit Patricia, meiner Freundin. Sie hat ein iPhone, ich habe ein Samsung. Es ist viel leichter, jemandem zu folgen, wenn man ihn gerade im Bild sieht, wenn er redet und die Stimme quasi nicht aus dem Off kommt. Außerdem kann man sich viel einfacher mit der Person identifizieren, wenn man sie auch im Bild, im Video sehen kann. Solange meine Schwester sich nicht selber filmt, reicht nur das Smartphone aus. Will sie sich selber filmen, empfehle ich ihr aber ein großes Stativ, damit sie die Smartphone-Kamera ausrichten kann und kein verwackeltes Video bekommt. Ich empfehle übrigens immer, die Hauptkamera auf der Rückseite zu verwenden, da diese bessere Ergebnisse liefert. Nachteil dabei ist, dass man sich selber nicht sehen kann und eine Szene gegebenenfalls öfters probieren muss. Zunächst benötigt meine Schwester so einen Adapter, um das Smartphone am Stativ befestigen zu können. Ich habe so ganz einfache Adapter. Ich empfehle ihr aber einen Adapter dieser Art, damit kann sie das Smartphone schnell horizontal oder vertikal ausrichten. Wenn man ein Publikum hat, das das Video vor allem am Smartphone schaut oder das Video auf Instagram veröffentlichen will, ist am besten mal, wenn man vertikal filmt. Wenn die Zuschauer vor allem zu Hause am Computer das Video schauen oder am Fernseher oder wenn man das Video auf YouTube veröffentlichen will, das ist am besten, wenn man horizontal filmt. Für ein gutes Stativ muss meine Schwester mehr Geld ausgeben. Es gibt preiswerte Stative aus Aluminium und teurere, leichtere Stative aus Kohlefaser. Stative werden meistens mit so einem Kugelkopf ausgeliefert. Damit kann man schnell die Kamera ausrichten, wie man will. Dieser Kugelkopf hat noch dazu eine Wasserwaage. Dieses Stativ wird geliefert mit so einer Schnellwechselplatte. Die kann ich an diesem Stativadapter befestigen. Und dann kann ich diesen Adapter schnell am Stativ befestigen und auch schnell wieder lösen. Man kann dann auch unterscheiden zwischen eben solchen Fotostativen und Videostativen. Videostative haben noch so einen Videoneiger, da kann man gut so Kameraschwenks machen. Natürlich nur, wenn man sich nicht selber filmt oder wenn man eine Kamerafrau, einen Kameramann hat. Als Ersatz für so einen Videoneiger kann man natürlich auch die Szenen aus der Hand mit dem Smartphone filmen. Und wenn man ein Smartphone mit einer Kamera mit Stabilisierungsfunktion hat, dann gelingen solche Aufnahmen natürlich auch ziemlich ruckelfrei. Oder man nimmt so einen Gimbal, das werde ich noch später im Video zeigen. Für meine Schwester ist es auf jeden Fall interessant, so ein Stativ, was so eine Makrofunktion hat. Das heißt, man zum Beispiel die Mittelsäule umgekehrt montieren kann und dann kann man Pflanzen aus der Makroperspektive aus der Nähe auch filmen, fotografieren. Meine Empfehlung ist aber ein Stativ mit drehbarer Mittelsäule. Man kann damit einfach Makroaufnahmen erstellen. Man kann aber auch Pflanzen von oben filmen oder wenn man ein Kochvideo machen will. Ist auch nützlich, wenn man Produktvideos macht, dann kann man zeigen, wie man das Produkt benutzt. Dieses Stativ ist auch relativ hoch. Das ist wichtig, weil man sollte sich nach Möglichkeit auf Augenhöhe filmen. Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man natürlich auch ein Stativ von Manfrotto kaufen. Bei so Stativen sollte man auch nicht unbedingt sparen, weil so Stative hat man oft jahrzehntelang, während man die Kamera ja öfters wechselt. Das mag zwar lächerlich erscheinen, aber immer wenn man mit der Hauptkamera filmt und ein Stativ verwendet, um sich selbst zu filmen, muss man immer hinter das Smartphone greifen, um die Aufnahme zu starten. Das kostet viel Zeit und man hat immer ein Stück auf der Aufnahme, das man dann rausschneiden muss. Deswegen empfehle ich eine Bluetooth-Fernbedienung, die es schon für kleines Geld zu kaufen gibt.
Tonqualität ist für ein professionelles Video eigentlich wichtiger als Videoqualität. Moderne Smartphones haben ja schon ganz gute Mikrofone eingebaut. Allerdings, wenn es windig wird oder man weiter weg steht, dann wird die Sprache schnell unverständlich. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, wie es klingt, wenn man nur mit dem Smartphone aufnimmt. Ich teste jetzt das Smartphone ohne Mikrofon, damit wir dann vergleichen können. Deswegen empfehle ich, dass man so ein Lavaliermikrofon mit einem langen Kabel verwendet. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Ich teste jetzt das Smartphone mit Mikrofon, damit ich dann später vergleichen kann. Man kann das dann auch verwenden, wenn man das Video nachvertonen will oder man spricht direkt ins Smartphone. Wichtig ist nur, dass man das Smartphone vorher in den Flugmodus versetzt, weil sonst kann es passieren, dass man das Fiepen aufnimmt, wenn das Smartphone sich in das Netz einwählt. Hey Patricia, was ist denn der gesundheitliche Nutzen von dem Bärlauch eigentlich? Es ist sehr reich in Vitamin C. Ich empfehle trotzdem, ein Mikrofon mit kurzem Kabel zu kaufen und ein Verlängerungskabel dazu. Denn wenn man die Vertonung dann machen will, ist ein langes Kabel wiederum störend. Man kann das Mikrofon so unter der Kleidung verstecken. Man sollte es nicht so nah beim Mund befestigen, da man sonst Poplaute mit aufnimmt. Und natürlich auch nicht zu weit weg, weil dann sonst die Tonqualität schnell abnimmt. Diese Mikrofone werden schon mit so einem Schaumstoff-Popschutz geliefert. Aber ich empfehle trotzdem noch so einen Windschutz zu kaufen, damit man auch die Windgeräusche reduzieren kann. Wenn man viel so Kamerafahrten filmt oder sich selbst wie so einen Vlog filmen will, dann braucht man vielleicht so einen Gimbal, um ruckelfreie und professionellere Aufnahmen hinzubekommen. Für meine Schwester ist das aber, glaube ich, Overkill. Sollte man möglichst viel mit dem Stativ filmen. Wir filmen jetzt, wie wir den Bärlauchstrudel machen. Hier seht ihr unser Stativ-Setup, damit wir von oben alles filmen können. Ab jetzt, wir werden nur mit meinem iPhone filmen. Ein wichtiges Thema ist die Beleuchtung. Da die Katharina, die Schwester von Bernhard, vor allem im Freien Videos drehen will, dann ist kein Thema. Aber wenn sie zu Hause Kochvideos machen will, dann sehr wohl. Wir filmen jetzt im Tageslicht. Da der Sensor von Smartphones sehr klein ist, kann das für ein professionelles Video ein Problem sein, weil zu wenig Licht. Außer man kann am Fenster kochen. Man muss aufpassen, dass man kein Licht hat, das flimmert. Ich zeige euch jetzt drei Lichtquellen. Wir haben in der Küche zum Beispiel so eine Leuchtstoffröhre. Aber wie ihr seht, flimmert die, deswegen würde ich die abschalten. Ich habe hier ein billiges Beleuchtungsset von Amazon, aber das flimmert ebenfalls. Wenn man nur Fotos macht, ist es natürlich egal. Am besten man verwendet solche LED-Lichter, die flimmern nicht. Für ein möglichst professionelles Ergebnis sollte man mit einer möglichst großen Lichtquelle möglichst nah filmen. Aber wenn man sich so ein Licht kauft, wird man vielleicht auch nicht mehr mit dem Smartphone filmen. Für den Strudel braucht ihr Bärlauch oder Spinat, Schafkäse, ein Ei, eine Zwiebel, einen Blätterteig und Olivenöl. Zuerst schneidet ihr die Zwiebel und den Schafkäse in Würfel. Jetzt wasche ich den Bärlauch und schneide ihn grob. Der Zwiebel wird in der Pfanne angeschwitzt. Ich gebe den Bärlauch dazu und vermische ihn mit dem Zwiebel. Ich warte, bis der Bärlauch zusammengesunken ist. Erst am Schluss gebe ich den Schafkäse dazu, damit er sich nicht auflöst. Ich würze mit etwas Pfeffer. Salz ist nicht notwendig, da der Käse schon salzig ist. Ich lasse die Mischung trocknen, damit der Teig nicht zergeht, wenn ich sie reingebe. Ich bereite ein Ei vor, das verwende ich dann, um den Teig zuzukleben. Man kann aber auch Wasser nehmen. Jetzt kommt die Mischung auf den Teig. Man sollte den Teig circa 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, damit er weich wird. Ich habe ihn leider schon zu lange draußen gehabt. Ich forme einen Strudel und gebe ihn mit dem Ei zu. Der Strudel kommt circa 30 Minuten bei 200 Grad ins Rohr, bis er goldgelb ist, bei Heißluft. Danke. So, wir haben es geschafft. Der Bärlauchstrudel ist sehr gut geworden. Die Patricia isst schon. Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand, wie gesagt, ist für meine Schwester ein Stativ, damit sie verwacklungsfreie Aufnahmen hinbekommt. Ein Stativ ist natürlich eine etwas größere Investition, aber ich glaube, das ist eine der wichtigsten. Und es ist ein Vorteil, wenn man mit Stativ gefilmt hat, wenn man nachher zum Beispiel Nachdenkpausen rausschneiden will, weil da sich der Bildausschnitt ja nicht verändert hat, sieht man nicht so, dass das Bild springt. Das ist der Nachteil, wenn man mit einem Gimbal gefilmt hat, weil wenn man dann die
Pausen rausschneiden will, hat man oft Sprünge im Bild. Bitte lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn die Infos in diesem Video für euch nützlich waren. Ich werde alle Produkte, die ich empfehle, unter dem Video für euch verlinken. Im nächsten Teil will ich darauf eingehen, wie man Videos schneiden und vertonen kann. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, postet bitte gerne unter dem Video. Ich kann auch viel von euch lernen. Bis nächstes Mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Das kann ich auch essen, ja. Endlich. Schon kalt, leider. Gut ist. Nein, ich muss zuerst mit dem Zettel machen. Sonst klappt es nicht. Lass es laufen. Lass es laufen. Ich bin mit Covid. Muss Bärlauch essen dagegen. Weit hilft der. Rolling. Hey. Hey. Patricia. Nicht so lustig. Weißt du schon, was du sagst? Nein, was soll ich sagen? Halt's mehr so und dann nur so. Dann nur so. Nur so. Nur bis hier. Verstehst du nicht? So? Ja, weil sieht man, dass es matt ist. Nochmal. Hm. Dass es so durcheinander ist. So. Und ja. Dann machst du auf. Ja, außer man kann, oder? Am Fenster kochen. Du warst zu knapp. Na, weil du hast so A gemacht und ich habe gedacht, okay, ich habe schon einen Fehler gemacht. War kein Fehler. Aber jetzt ist das verstanden. Wir filmen jetzt. Wir filmen mit Tagesack. Okay. Im Moment verwenden wir am Fenster kochen. Yes! Scheiße! Wo gehst du jetzt hin? Weil ich bin nicht so alt und was. Da kommst du nicht durch, musst hier kommen. Ist es gerade? Irgendwas stimmt nicht. Wir sind zu weit links beide, zu weit auf einer Seite. Lass mich noch kurz verstellen das. Ah, du weißt schon, was du sagst. Nein, ich weiß nicht, aber ich probiere es. Ich soll essen oder was soll ich machen? Ja.